Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, mehr ist es auch nicht, beziehungsweise machen wir noch ein kleines Unboxing von der Loot Chest. Die habe ich noch schwarz, alles schwarz, nur der Manus, das riesige Gesicht und so weiter. Ja, es soll sich einfach ums Wesentliche drehen. Und das ist eben, was ist aktuell los. Es gibt viele offene Fragen bei einigen. Ich kriege sehr viele Fragen in letzter Zeit gestellt. Das habe ich auch, das lese ich natürlich. Und darauf will ich einfach auch mal ein bisschen eingehen und antworten. Warum, wieso, weshalb? Es wird extrem oft nach dem Bauvlog gefragt. Jetzt seit 2 Wochen. Ich kam jetzt die 3. Woche, wo keiner kam. Und es kommt kein Karmischenik 2018, obwohl ich das letzte, das 15er oder 16er, 15er war es, glaube ich, gesuchtet habe. Und ja, ich hab's ja. Es ist super geil. Aber es kommt eben nichts. Das liegt ganz einfach daran, es ist zurzeit eine sehr, sehr schwierige Phase, was den Bau des Hauses betrifft. Wie sagt man so schön? Wir kriechen auf dem Zahnfleisch. Wir sind einfach fertig. Das ist das Problem. Das Problem ist einfach, dass es ultra viel, ultra umfangreich ist zurzeit und wir so viel, also die Möglichkeit hatten, selber zu machen. Ich bin eben handwerklich sehr, sieht man ja, ne? Ich bin eben handwerklich sehr, übrigens hier, guck mal hier, da habe ich noch Teer am Finger hier. Handwerklich nun derjenige, der gerne auch was selber macht und alles. Und wenn ich ein Haus baue, ich will einfach wissen, wie das Haus, wo was ist, wie wurde was gemacht und so weiter. Deswegen egal, auch wenn die Firma da ist, ich bin immer dabei. Und das ist einfach so. Und auch für später mal. Aber ich kann euch sagen, was wir jetzt gemacht haben. Es kam seit 3 Wochen kein Bauvlog. Es kommt noch dazu, dass ich jetzt diese Woche auch etwas kränklich war bin. Was man jetzt so weiter nicht gemerkt hat, was aber nichts Schlimmes oder sonstiges. Alles cool, alles easy. Und ja. Aber wir haben jetzt quasi in den letzten 2 Wochen das gesamte Erdgeschoss verputzt. Also das ist ja der letzte Stand, ist ja das unverputzte Erdgeschoss noch. Das gesamte Erdgeschoss ist jetzt verputzt. Da gab es eben auch Probleme, denn da haben halt, der Putz hat nicht gereicht, haben 2 Paletten gefehlt oder jeden Tag hat eine Palette gefehlt. Die haben Montag Schienen gesetzt, Dienstag angefangen zu putzen, Donnerstag waren sie schon fertig, dann musst du zwischendrin 2 Paletten organisieren, kommst von der Arbeit, hörst du eine dummes Gekuhle an, weißt du, und das ist halt einfach so. Naja, egal, das ist auf jeden Fall passiert. Dann ist das Problem, dass wir einen Termin bekommen haben, beziehungsweise einen Termin ermöglicht bekommen haben für unseren Estrich. Jetzt denken vielleicht einige, die das aktiv verfolgen, schon, Estrich? Moment, muss da nicht eine Fußbodenheizung noch drunter? Muss da nicht der gesamte Fußbodenaufbau gemacht werden? Und so weiter und so fort. Ja, genau das ist es. Das ist nämlich das große Problem. Nächste Woche, Donnerstag, Freitag, kommen die Estrichleger und wollen das gesamte Haus Estrich legen. Beide Etagen. Und das heißt, in das gesamte Haus muss der komplette Fußbodenaufbau in beiden Etagen und die gesamte Fußbodenheizung rein. Das heißt aber auch, es muss alles fertig sein im Fußboden. Es muss alles fertig sein. Ich sage nochmal ganz kurz, was das bedeutet, weil ich glaube, wenn man das nicht selber macht, kann man sich das gleich vorstellen. Da möchte ich auch noch drauf eingehen, weil es gibt in letzter Zeit, glaube ich, kein Video, in dem ich nicht gehe. Ne? Es ist eben so. Erstmal, wenn man jetzt von der Bodenbär im ersten OG, gehen wir erstmal ins erste OG, da ist es nicht ganz so problematisch, weil dort nur eine 30er Dämmplatte, also so eine 30er Drittschallplatte, 30 mm stark ist die, also 3 cm, da wird das zu eine Tackerplatte, da wird die Fußbodenheizung drauf getackert. Die wird quasi im ersten OG komplett, muss die überall ausgelegt sein, es muss ein Randdämmstreifen gemacht werden für den Estrich, es muss alles verklebt werden miteinander. Da muss aber eben auch, das ist halt das Problem immer dann so mit Dusche und hier und dort und überall. Das ist halt auch immer alles etwas problematisch. Aber das ist vom Fußbodenaufbau her halt eben nicht so viel. Das haben wir gemacht, ist alles fertig in dem Sinne. Dann ist aber das Problem. Unten im Erdgeschoss ist das Problem, erstens, es müssen 12 cm Fußboden aufgebaut werden, bevor überhaupt der Estrich drauf kann. Also 12 cm, bis die Fußbodenheizung überhaupt kommt. Und dann kommt da nochmal 7 cm oder 7,5 cm Estrich drauf. Ja, ich habe einen Zentimeter mehr Estrich, wie es normal ist. Ganz einfach, weil es,
Ich find's besser. Egal. So, dazu muss aber die gesamte Bodenplatte horizontale Wassersperre eingerichtet werden. Das heißt, auf die gesamte Bodenplatte muss quasi eine Schweißbahn aufgebracht werden. Wir haben am Anfang auf die Bodenplatte eine Schweißbahn schon aufgebracht, und zwar da, wo die Wände draufstehen. Das heißt, die ganzen Wände, die Fenster, die Bodentiefen, die Türen und so weiter, steht alles auf einer Schweißbahn. Und das muss dann noch im gesamten Innenbereich gemacht werden und das alles miteinander verbunden. Und das ist quasi, falls mal Wasser ansteigt, ne, ist dort Feierabend. Also das geht, das Wasser kann nicht ins Gebäude kommen, jedenfalls nicht von unten, und kann auch nicht ins Mauerwerk kommen. Also das ist dicht, das ist versiegelt in dem Sinne. Ne, darum geht es einfach. Aber es muss, die gesamte Bodenplatte muss eben diese horizontale Sperre aufgebracht werden. Dann muss, ist das natürlich alles, muss das alles dicht sein, alles versiegelt sein. Es muss vorher alles mit so einem Schwarzanstrich gemacht werden, mit so einer Grundierung. Das Problem ist, die Putzer, die Maurer, also gemauert habe ich ja selber, aber die Putzer zum Beispiel sind einfach Dreckschweine, ne? Die haben ja das ganze Haus verwüstet. Das Haus war relativ aufgeräumt, die Baustelle, und die haben ja alles verwüstet innerhalb von einem Tag. Und die kratzen da zwar schon so mit so einem Ding das wieder weg, ohne Frage, ne? Aber da ist dort ein Buffen und hier ein Buffen und da was und dort klebt was. Und das heißt, ich habe mit so einem großen Schleifer die gesamte Bodenplatte abgeschliffen, habe alles grundiert, habe dann diese Schweißbahn aufgebracht. Und dazu muss aber auch die gesamte Baustelle ausgeräumt werden. Das allein ist schon hardcore. Da bist du fast einen Tag mit beschäftigt, alles auszuräumen. Das ist Wahnsinn. Und du brauchst auch irgendwo eine Lagerstätte für das ganze Werkzeug. Und ach, hört auf. Oh, entschuldigt bitte einfach, aber es ist 23.48 Uhr und 6 Uhr klingelt der Wecker schon wieder. Aber ich muss das jetzt einfach mal loswerden hier, das Video. Auf jeden Fall. So ist es. Und dann muss da Dämmung drauf, und dann müssen noch Rohrleitungen und Elektrik auf dem Fußboden aufgebracht werden, ne? Zum Heizkreisverteiler zum Beispiel oder zur Küche, dass die Anschlüsse laufen über dem Fußboden. Zur Kochinsel müssen Stromkabel und so weiter. Das ist einfach so ultra viel, über was man sich den Kopf zerbrechen muss. Und du hast einfach nichts, du hast einen leeren Raum und du musst dann irgendwo ein Stromkabel hin oder... ist irre. Naja, auf jeden Fall war der Klempner dann schon da, und der war halt eben Montag da. Und ich habe Sonntag, bin ich kurz nach um 9 früh auf die Baustelle gegangen und bin 22.30 Uhr runter und war wirklich wie so ein Zombie, nur so Dusche, Bett, früh wieder auf, weißt du? Oh, katastrophal. Und ja, das ist einfach so aktuell, deswegen nicht wundern. Gib mir die Kamera, mach mich wieder scharf. Komm schon. Ja, deswegen einfach nicht wundern. Ich schaff's einfach nicht. Ich schaffe die normalen Projekte gerade so. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich will es auch machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das mache, weil ich muss und so weiter, aber ich will es ja auch weitermachen. Ich will euch wirklich da die Videos, und ich weiß einfach, dass ihr die so cool findet, und so viele, unglaublich viele Leute schauen das Forstprojekt und feiern das so hart, dafür einfach auch tausendmal Dankeschön. Das AMA zum Beispiel, das war super lustig gewesen. Dann The Forest kommt mega gut an, und es ist einfach, das ist einfach das, was mir auch Spaß macht und was ich einfach auch als kleine Abwechslung brauche, auch wenn es abends schon spät ist, wenn man eigentlich ins Bett müsste, aber man braucht so eine kleine Abwechslung, einfach um runterzukommen. Allerdings hat es natürlich den Nebeneffekt, dass man in den Folgen sitzt und dann sich da ein abgehend und so weiter. Und das ist natürlich echt unproduktiv oder sieht echt scheiße aus, das weiß ich auch, und mich kotzt das auch mega an. Aber ist wie es ist. Nehmt mir bitte nicht übel, falls auch einfach mal eine Folge ausfällt, falls mal einen Tag kein Animes kommt oder mal einen Tag kein Nostalgie oder ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass alles so weiterläuft. Es ist auch nicht mehr lange. Wenn der Estrich drauf ist, nächste Woche Donnerstag, Freitag, dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Eine Woche davon fahren wir weg, nur hier in Deutschland. Einfach mal mit der Kleinen, weil wir einfach mal abschalten müssen. Ich glaube, ich werde die ersten 3 Tage nur schlafen mit dem Urlaub. Ja, weil wir einfach mal abschalten müssen. Und
Das ist einfach. Dann wo drauf die Woche ist schon GC. Ich habe Geburtstag. Wenn wir im Urlaub sind, man kann sich. Ich, auch mit der GC, das kotzt mich mega an. Ich kann mich einfach überhaupt nicht auf die Gamescom vorbereiten. Null. Ich. Weißt du, wenn du so siehst bei Skype, bei uns in Troubletown, in der Gruppe, da wird ganz viel geredet und geschrieben über die GC, auf TS wird getalkt, wegen der GC und das machen wir und das. Ich weiß nichts. Also ich weiß wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, was geplant ist auf der GC, was wir unternehmen auf der GC, überhaupt irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, überhaupt dorthin zu fahren. Wenn ich ehrlich bin. Weil ich dort alleine stehe und keine Ahnung. Ja, es ist ja nicht so, dass man so wie die letzten Jahre. Es gibt welche, die machen ihr Ding. Ich bin nicht so der Typ, der dann die ganze Zeit so hinterher latscht und dann dort steht und wartet und dann dort steht und wartet und so weiter. Das können ja alle. Das ist ja, wegen mir ist das ja scheißegal, aber ich will ja auch so ein paar eigene Sachen, wo ich mal hin will und wo ich gucken will und alles. Und das interessiert vielleicht wieder die anderen nicht. Und das habe ich eben immer mit Randy und Click gemacht auf der Gamescom. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also Randy und so und Clicky, also wir werden es auf der Gamescom sehen, wir werden es mit Sicherheit auch ganz normal unterhalten, wir werden mit Sicherheit auch was trinken, abends was essen und so weiter, alles cool. Aber das ist halt das Problem, das ist halt dieses Jahr nicht. Und das macht sich einfacher. Und ich habe es echt immer, muss ich ehrlich sagen, mit Clicky da unterwegs. Clicky ist so ein Ausgleichner, so ein total Ruhepol und alles. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Es war einfach super entspannend halt mit denen da so, ne, Station für Station, gehen wir dorthin und machen wir das noch und so. Es war überhaupt kein Stress, überhaupt keine Hektik. Und das wird dieses Jahr dann eben nicht so sein, das ist das Problem. Naja, wir schauen mal. Noch dazu kommt eben, ich kann mich absolut überhaupt nicht drauf vorbereiten. Also ich habe einen Termin zum Beispiel mit Astragon. Der wollen mir die neuen Sachen da mal zeigen und bla und so weiter. Aber es ist auch alles. Also mehr Termine habe ich nicht, weil ich mich überhaupt nicht drum kümmern konnte. Also auch nur, weil die mich angeschrieben haben. Deswegen, ach, es ist, ich wär, weiß nicht, wie Berichterstattung von der GC laufen wird oder sonstiges. Eigentlich bin ich am Arsch. Aber egal. So, sei es drum. Das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand. Ich werde am Sonntag, denke ich, auf jeden Fall einen Bauvlog hochladen und euch einfach mal zeigen, wie es aktuell aussieht. Also mit hier Zeitraffer und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht. Ist aktuell nicht möglich. Ich kann euch sagen, neben dem ganzen Zeug, was ich jetzt gesagt habe, ne, mit der Fußbodenheizung, wo übrigens das fast das gesamte OG, das gesamte Obergeschoss, die gesamte Fußbodenheizung schon drin. Also fast drin. Es fehlt ein Raum. Also das ist Wahnsinn. Und nebenbei, das kommt ja jetzt noch, nebenbei haben wir noch das gesamte Grundstück verfüllt. Weil der hat über einen halben Meter, ne, an Grundstückshöhe gefehlt. Das Problem ist, wenn der Estrich reinkommt, trocknet der 21 Tage. Also man kann schon nach 2-3 Tagen drauf, aber der hat eben so eine Austrocknungsphase, 21 Tage. Und danach hat er eine Aufheizphase. Das heißt, man muss den Estrich mit der Fußbodenheizung aufheizen. Was brauche ich, um Estrich aufzuheizen? Natürlich eine funktionierende Heizung. Ist ganz klar. Was brauche ich, dass meine Heizung funktioniert? Gas. Also in meinem Fall ist es so, dass ich Gas brauche. Und das Problem ist, dadurch, dass über ein halber Meter Grundstückshöhe gefehlt hat, haben die ja natürlich gesagt, na, da können wir dir kein Gas legen, weil das Gasrohr würde ja auf der blanken Erde liegen. Die liegen da so in 60 cm Tiefe, 60, 70 cm und das wäre zu wenig Überdeckung für das Gasrohr und das machen die eben nicht. Da habe ich so, ja gut, ist verständlich, das heißt also Grundstück auffüllen. Da habe ich mir einen Bagger ausgeliehen, 4 Tage. War ein Kumpel, also mit seinem, also der hat Firma, der war da gewesen mit seinem Angestellten und haben mir da 2 Tage mit geholfen. Und wir hatten Bagger und Walze und haben 70 Tonnen Frostschutz verarbeitet, 25 Tonnen Kies verarbeitet und insgesamt haben wir mit dem Bagger, also habe ich mit dem Bagger, also die und ich mit dem Bagger um die, ich schätze, keine Ahnung, 400, 450 Tonnen umgesetzt. Irgendwas zwischen 350 und 450 Tonnen, schätze ich. Und das war irre. Also es war ein 3,5 Tonnen Bagger, das ist so ein Mittelding. Und der Bagger lief in den 4 Tagen 35 Betriebsstunden. Das ist eigentlich total irre. Also ich saß dann an dem Samstag, an dem Sonntag war ich ja von um 9 bis halb 10 auf Baustelle, bis 22.30 Uhr auf Baustelle. Und an dem Samstag davor saß ich von früh um 8 bis abends um 7 bis 19 Uhr auf dem Bagger, durchweg. Durchweg gebaggert.
Also 10 oder 11 Stunden gebaggert. Also das ist utopisch. Also mehr wie 8 Stunden am Tag. Ne, 4 Tage, 35 Betriebsstunden, 32 Stunden wären 8 Stunden am Tag. Durchweg baggern, ne? Also das ist ja das, dieses, das ist ja nicht so, der war 8 Stunden da, der Bagger, sondern der lief 8 Stunden. Der hat 8 Stunden was gemacht. Und das hat er gesagt, der Baggerverleiher, der hat gesagt, oh, das war mal echt selten, dass einer so reinhaut. Ich sage, ja, es ging nicht anders. Und 130 Liter Diesel haben wir durch, oder 140 Liter Diesel haben wir durchgeblasen. Und das war eine Hausnummer, also das war halt schon heftig. Und einfach mal so das gesamte Grundstück über einen halben Meter auffüllen, es war halt so nebenbei, mal Donnerstag, Freitag, Samstag, Montag. Oder Sonntag, nee, Samstag, ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Ja. Das war einfach das Krasse. Aber ich zeige euch auf jeden Fall, wie es aussieht jetzt, ich hoffe am Sonntag. Und wie gesagt, also das wollte ich einfach mal sagen, das Video ist viel zu lang schon wieder, wirklich viel zu lang. Aber ein was will ich noch machen, und zwar, ach, das Krasse ist sogar, ich habe sogar noch eine Partnerschaft angeboten bekommen. Von einem Werkzeug, die verkaufen, also nicht die, ja doch, die vertreiben so Werkzeuge, so ich habe mich noch nicht genau so richtig umgesehen. Die haben aufgrund der Bauvlogs gesagt, hey, gefällt uns super gut, beobachten wir schon länger, wir würden dich gerne ein bisschen ausstatten, würden dir was schicken und so weiter. Na klar, zeigst du das in dem Video, Produktplatzierung, bla, machst Werbung für uns, ist ja logisch, ne? Aber die haben mir klipp und klar geschrieben, teste das und sag, wie du es findest. Wenn das Werkzeug scheiße ist, dann sag, dass es scheiße ist, weißt du, dann ist okay und alles. Und ich muss einfach mal umschauen, was sie so haben, was ich gebrauchen könnte. Und aber mega krass, oder? Mega krass. Also, und ich habe denen zurückgeschrieben, ja, hätte auf jeden Fall Interesse und bla. Und die haben gesagt, ja, such dir aus, was du brauchst. Bin ich dazu gekommen. Loot Chest. Wir haben ja wieder eine Loot Chest geschickt. Bin ich dazu gekommen, die Loot Chest zu unboxen. Also es ist echt, deswegen will ich das jetzt einfach mal machen. Mit euch zusammen da reingucken. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mal bei Loot Chest vorbeischaut. Und alles. Und tut mir leid, dass es auch so spät kommt mit der Loot-Chest, weil im Endeffekt ist das jetzt die Juli-Loot-Chest, ne? Wir haben schon wieder August, also die Juli-Loot-Chest gibt es, glaube ich, noch. Aber es sind halt mega coole Sachen wieder drin, ne? Und das ist einfach das, wo ich mich auch ein bisschen ärgere, dass ich euch das nicht zeigen konnte. Deswegen schauen wir uns das einfach mal schnell an jetzt. Und zwar haben wir diesmal drin ein Claptrap-T-Shirt. Das ist ja geil. Claptrap-T-Shirt. Na? Das ist wirklich cool. Mit dem Badass-Robot. Könnt ihr mal ganz kurz hier schauen. Badass-Robot. Das ist drin. Einmal. Das T-Shirt. Cool, ey. Ich habe mittlerweile so viele T-Shirts. Game of Thrones. Absolut angesagt zurzeit. Richtig, richtig cool. Das lasse ich auch eingepackt. Ein Game of Thrones Notizbuch. Sehr geil. Also das finde ich echt cool. Total angesagte Serie zurzeit. Dann haben wir ein Collectors Modell. Und zwar vom Hobbit. Der Hobbit. So eine Collectors Figur finde ich ja immer sehr geil. Also das sind wirklich Sachen, die finde ich echt Hammer. Die kommt dann direkt ins Regal. Ich sag direkt ins Regal, tun wir, naja, tue ich nachher irgendwo, wo sie auch Platz ist. So, dann haben wir 7C Schnellstartregeln. Oh, das kenne ich gar nicht. Wenn ihr das kennt, schreibt schon in die Kommentare. 7C. Schnellstartregeln. Was ist das? Was ist das? Scheint irgendein Spiel zu sein. Voller. Okay, cool. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, was das ist so richtig. Dann haben wir Deadpool Fest. Das finde ich auch geil. Festival Worst Band. Das sind solche Bänder hier, die man sich quasi einfach drum machen kann. Um den Arm von Deadpool. Richtig cool. Ich feiere ja Deadpool richtig hart. Lava Rocks. Sweet. Okay, Lava Rocks. Was ist das? Das sind so Bonbons, glaube ich. Ja, das sind Bonbons oder Kaugummi. Eins von beiden. Da sind hier so drei Stück drin, ne? Drei sind eine Kaugummi. Wieder kommen wir probieren mal einen. Verschiedene. Ich kann spicy. Ganz
probiere jetzt einfach mal einen. Ich hoffe, da ist nichts mit Energy drin. Okay, die gehen schon mal ganz auf. Doch. Cool. Die sehen ja geil aus. Die sehen aus. Lol. Die sehen aus wie so ein Lava-Felsen. Oh, die Scheiße, die sind lecker. Ey, die sind echt lecker, Alter. Cool. Klebt noch ein bisschen. Oh. Scharf. Und ein Kaugummi. Aber was für einer. Wirkt so eine Mischung aus scharf, süß. Problem ist, der ganze Mund voll jetzt mit dem Kaugummi. Aber schmeckt gar nicht so schlecht. Mass Effect Trinkflasche. Sehr geil. Auch wieder HSS. Kennt ihr HSS? Findest du den Scheiß? Mass Effect Trinkflasche. Sehr cool. Das fetzt auf jeden Fall. Und dann haben wir noch nur eine Kleinigkeit noch als kleines Gimmick. Und zwar einfach so einen Würfel hier. So einen coolen Würfel. Und Bleistift. Aber das ist jetzt nur als kleines Extra-Gimmick. Ja, das auf jeden Fall in der Loot-Chest diesen Monat gewesen. Vielen, vielen Dank, Loot-Chest, fürs Bereitstellen. Das Ganze ist natürlich ein kleines Werbevideo, kann man schon so sagen. Weil Loot-Chest schickt mir das kostenlos. Und ich zeig's euch und sag halt, ist scheiße, ist geil, finde ich cool, finde ich nicht so cool. Aber wie immer, wir sind offen und ehrlich. Ne? Und ich mag halt diesen Nerd-Stuff. Also gerade zum Hinstellen und deswegen ich krieg da auch kein Geld dafür oder sonst was, ich kann ja die Loot-Chests kostenlos bekomme ich eben und das war's. Aber das war's auch mit dem Video jetzt, meine lieben Freunde, wir sehen uns natürlich in den nächsten Videos wieder, wir sehen uns heute Abend im Livestream wieder, es würde mich freuen, wenn ihr reinschaut und lasst das Däumchen da, schreibt mir was Nettes unter den Stream, nicht unter den Stream, unter das Video, schaut heute Abend mal vorbei, wir werden bestimmt ein, zwei Runden PlayerUnknown spielen. Wir werden bei Arma vorbeischauen, bestimmt. Und vielleicht noch Rainbow Six, wir schauen mal. Ich muss Samstag früh auf die Baustelle. Und ich denke, so 19.30 Uhr, 20 Uhr geht's los. Ne? Müssen leider ein bisschen später anfangen. Weil, viel zu tun. Nein, weil auch noch ein bisschen krank und naja. Einfach ausruhen. Wenn das überhaupt möglich ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin erstmal raus, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, falls wir uns heute Abend nicht nochmal hören. Und bis dahin. Tschüss. Euer Manus. Jetzt mache ich es wie PewDiePie. Einfach mal Danke sagen. Brrr.